Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in Ghost Recon Breakpoint heute und zwar mit ein bisschen einem anderen Video und zwar bezüglich des Raids auf Golem Islands. Wie man sieht, ist Sektor 1, 2, 3 schon freigeschalten. Der Raid ist also frei. Zu finden ist es und zwar hier bei Projekt Titan. Und wie man sieht, Raids können nur mit 4 Spielern gespielt werden. Es gibt so eine Gruppensuche, die findet ihr hier links oben, wenn ihr drückt. Und zwar hier könnt ihr dann an der Spielersuche teilnehmen bei Raid, aber ich kann schon mal so weit sagen, ist nicht wirklich zielführend im Moment, denn da die Mechaniken noch nicht so wirklich bekannt sind und so weiter, schlage ich euch nicht vor, über die Gruppensuche das zu machen, sondern direkt eben mit 4 Leuten hier hinein zu starten. Warum mache ich das Video? Und zwar aus Erfahrung von Division 2 beim Raid weiß ich, dass sich die Leute besser organisieren sollten, das heißt über Discord zum Beispiel eben zusammenzocken. Und hierzu möchte ich euch wieder meinen Discord-Server zur Verfügung stellen. Geht auf meinen Discord und dort findet ihr extra einen Abschnitt eben für Breakpoint. Ihr müsst euch nur unter Rolle zuweisen, die Rolle geben für Breakpoint und dann seht ihr eben auch diesen Kanal unten drinnen. Das heißt, geht auf meinen Discord und organisiert euch. Ich habe hier mehrere Suchen gemacht und zwar Looking for Group, habe ich für PC, PlayStation und natürlich auch für Xbox, denn man kann es ja natürlich nicht nur auf PC spielen, sondern eben auch auf anderen Plattformen wie eben den 2 Konsolen. Mich würde es freuen, wenn ihr das macht, nutzt diese Möglichkeit, vielleicht findet ihr eben auch Gleichgesinnte oder Freunde, neue, ja, denn über meinen Discord gebe ich ehrlich zu neue Freunde gefunden, neue Mitspieler in der Division 2 und bin eigentlich relativ happy und vielleicht schaffen wir es, weil Clan kann man zwar hier keinen gründen am PC zum Beispiel, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem hier gute Gruppen zusammenzustellen. Lasst mich es auch wissen dann im Discord, postet Fotos hinein von eurem Kill oder so oder wie es euch geht. Ich hoffe, dieses Angebot hilft euch ein bisschen weiter. Sonst im Moment, ich kann selbst den Raid nicht spielen, ich bin jetzt 2 Tage im Einsatz bei der Formel 1, das heißt, ich bin in Abu Dhabi im Dienst, eigentlich hätte ich frei, aber durch die Formel 1 hier muss ich jetzt arbeiten 2 Tage und kann den Raid erst nächste Woche dann erst starten. Somit, ich bedanke mich fürs Zugucken, Kommentare, Like, Abo natürlich gerne gesehen und wir sehen uns auf meinem Discord und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal.